dass sie auf CT starten können. Ich denke, bei ihnen sind beide Seiten doch relativ stark. Trotzdem muss man feststellen, dass Big gerade einfach einen deutlichen Abfall in der Leistung hat und dass manche Spieler einfach gerade nicht so funktionieren, wie sie normal funktionieren. Da muss man auch einen Tapsen nennen, der sehr, sehr starke Tage schon hatte, sehr, 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 sehr krasse Spiele schon hatte und jetzt einfach nicht mehr ganz das bringt, was er bringen kann. Und damit geht es rein, Knife Round Ukraine gegen Big. Ich hoffe, dass wir nicht nur zwei Maps sehen, sondern dass Big es hier nochmal auf die dritte Map treibt und wir damit nochmal Train sehen können. Die erste Map gibt da ein bisschen Bedenken, dass es so kommen könnte, aber wir werden sehen. Also die Knife Round sieht schon mal so aus, als könnten sich die Ukrainer hier die Seite mal schnappen, aber Tapsin, der hat nochmal Bock, der nimmt sich direkt nochmal drei. Also Big mit der Seitenwahl und dann wird es wohl die CT-Seite werden für die Spieler von Big. Damit nochmal ein schönes Moin an Dennis im Chat. Der ist immer dabei, wenn ich caste, ja. Da gibt es die Ausnahme, auch mal in den Chat zu gucken für mich. Also für dich einen schönen guten Morgen. Mach du dir auch noch einen Kakao und gesell dich dazu. Und damit gehen wir rein. Big entscheidet sich für die CT-Seite. War zu erwarten. Nicht wundern, gerade hier die Grafik noch nicht aktualisiert. Das wird, denke ich mal, in wenigen Sekunden erfolgen. Also seid jetzt noch nicht verwirrt, warum. Nein, was laber ich denn? Die Grafik ist natürlich richtig. Also, guten Morgen auch nochmal an mich und an alle da draußen. Big natürlich auf T-Seite gestartet. Was rede ich denn? Ich war gerade komplett verwirrt. Komplett. Also, Abfahrt geht's. Simple. Also, der möchte heute weiter offensives Spiel spielen. Der hat richtig Lust darauf. Bondix supported am Job. Oh, Edward stark. Simple auch weiter stark. Und das ist eine richtige Zerpflückung in der Pistol Round. Überhaupt keine Schnitte mit dem Beko. Und ich sollte mal was trinken. Da passieren ja solche Fehler hier wie eben gerade nicht mehr. Ist ja schrecklich. Also, wenn ich jetzt im Chat wäre, ich hätte mich selber geflamed. Muss ich ehrlich sagen. So. Man kann das Ganze jetzt aus zwei Seiten betrachten. So wie im Prinzip jede Runde. Entweder können wir jetzt sagen, das war einfach eine sehr, sehr starke Pistol Round gerade von den Ukrainern. Man hat einfach gut getroffen. Oder man sieht es andersrum. Big ist einfach gerade aiming-technisch nicht auf dem Level von einem Simple, von einem Bondic, von einem Markelov, von einem Edwards. Beides sind schlechte Vorzeichen für die Map. Auf jeden Fall, die Piste verloren zu haben, ist erstmal wieder ein ekliges Gefühl, nachdem man doch relativ deutlich verloren hat auf DE Overpass. Also Big baut sich auf, Alang soll es bald vorgehen, Nex in der Mitte bereit und dann ist es noch Tapsin, der da vielleicht ein bisschen Stress über Dropper macht, vielleicht auch noch über Switch dann nachkommen kann, je nachdem, ist es auf jeden Fall der Force Buy. Und mal sehen, ob die Ukrainer auch dazu neigen, Anti-Ecos zu verlieren. Ich bezweifle es ganz stark. Und Big zieht sich nochmal komplett zurück. Tapsin hat sich da noch nicht gezeigt, bleibt weiter defensiv. Markelov in Häkchen nur mit der MP9 bewaffnet, also der wird hier auch gegen Kevlar Helm, sollten den Next und Tapsin vorziehen, auch nicht sofort den Head reindrücken können. Und Bondic mit der UMP im Dropper. Mehr steht aktuell nicht auf B. Man hat sich mit drei Mann Richtung A orientiert. Und Legia macht da scheinbar einen ganz guten Job mit seinen Nades. So, dass hier nur zwei Spieler beim B-Spot stehen. Aber man schiebt schnell mit Edward und oh mein Gott, guckt euch das an. Tapsin, unglaublich gut hinterlaufen. Ob absichtlich oder nicht. Und der kommt nochmal weg. Und man ist auf dem Spot drauf. Und man schießt Markelov und Simple weg. Und Tapsin jetzt in der unglaublich ekligen Posi. Nennt sich Zeus. Zeus, Entschuldigung. Und damit nur noch Bondic. Ist das stark. Zack. Gob nimmt sich den letzten. Was war das denn für eine Runde? Was war das denn für eine Runde? Und das ist dann so ein Punkt. Man liest immer wieder im Chat, Legia ist ja, so ein bisschen ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll.
ist nicht der stärkst performste Spieler. Und das halt ein bisschen fieser ausgedrückt, sage ich mal. Geht da immer Richtung Legia. Aber diese Runde wurde auch durch Legia entschieden. Er hat keinen Frag gemacht. Aber Legia hat 3 Spieler die ganze Zeit am Spot gehalten. Und hat erst den Move überhaupt eröffnet über den Dropper, dass da überhaupt die 2 Frags mit dem Hinterlaufen stattfinden konnten. Also das muss man auch an der Stelle immer sehen. Das ist dann auch die Supportarbeit, die dazu führt, dass dieser Fake auch ein bisschen authentisch aussieht. Und damit haben sie hier die Runde gewonnen. Dass dann natürlich auch noch die Frags auf Lang fallen. Und dass der B-Lang-Spieler keinen Frag macht, sind dann natürlich auch noch Zufälle, die eintreffen. Oder beziehungsweise, dass Big dann dieses Mal trifft. Und wenn das alles zusammenläuft, dann hat Big hier auch gute Chancen. Aber das müssen wir jetzt weiter beweisen. Jetzt geht es rauf Richtung A-Spot. Diesmal kein Fake. 2 Spieler direkt auf dem Spot. Bondic und Zeus. Und man schiebt schon. Markelov ist da, Edward ist da. Also man lässt den B-Spot komplett offen. Und das hat Big auf dem Visier, denn die schieben schon wieder komplett zurück. Gob macht dann noch ein bisschen Stress, schickt seine Jungs aber komplett zurück. Und guckt euch das an, es ist gerade nur Edward und der steht auch nur an der Door. Also der wird hier auch nicht viel machen können. Geht jetzt in den Dropper rein und bis das passiert ist, ist die Door abgesmoked, ist hoffentlich der Dropper abgesmoked. Also ich habe keine Nades mehr, aber dann ist der Spot dicht und dann ist es die Runde für Big. Einfach nur, weil man sich dann nochmal zum späten Zeitpunkt entschieden hat, nochmal komplett rüber zu rotieren und sich nochmal den B-Spot dann vorzunehmen. Und mal gucken. Ja, also Bondix UMP will man mitnehmen und scheinbar auch den Rest der Waffen. Also man hat Kevlar Helm, CZ, P250. Man hat dann durchaus ein paar Sachen, die man mit in die nächste Runde nehmen kann. Und das ist dann auch die einzig richtige Entscheidung, die sie hier treffen können. So, und Vic, das sollte Aufwind geben. Man weiß natürlich, dass Cobblestone deutlich mehr ihre Map ist, als es Overpass war. Aber was sie jetzt nach dieser Pistol Round, in der sie sehr, sehr stumpf zerschossen worden sind, die in diesen beiden Folgerunden gezeigt haben, lässt doch hoffen, dass man hier durchaus auch die Map holen kann. Und somit ist es dann auch Eco-Runde bei den Ukrainern. Bondic noch mit UMP und weiter folgend nur 2 CZs und 2x P250 da. Also, ich habe noch ganz kurz mal euren Chat aufgemacht, den habe ich gerade vergessen. So, jetzt ist es für Big an der Zeit, ein bisschen Ruhe ins Spiel reinzubringen. Man hat jetzt 2 sehr, sehr vernünftige Züge gespielt, sehr vernünftige Runden. Und jetzt kann man vielleicht auch mit ein bisschen Ruhe im Spiel mit ein bisschen abchecken, wie sich die Ukrainer aufstellen. Auch Sicherheit ins eigene Spiel bringen. Simple in der Mitte. Der könnte da gleich gegebenenfalls die Informationen sammeln, die nötig sind. Und Tapsin und Nex. Die beiden, die in der Regel immer sehr vernünftig treffen bei Big. Die machen da Stress beim B-Spot und da soll es jetzt auch hingehen. Und damit ist es nur noch Keith, der hier noch bewacht bei A, beziehungsweise ein bisschen Stress macht. Vielleicht wird es der Frag gegen Simple. Vielleicht nicht, währenddessen seine Mates aber da auch schon komplett aufgebaut. Und Keith, ah, da wird er unglücklich vom Switch erwischt. Und jetzt soll es dann auch rausgehen. Es kommt auf Edward an, ob der hier Schaden mit der P250 machen kann. Kann er, nimmt sich ein. Bondic auch noch mit einem, Edward mit dem nächsten. Also 2 P250 Frags da von ihm und die machen richtig Schaden. Legia und Keith nur noch am Leben. Oh, Legia, der kann zwar nochmal ein Head drücken, aber mehr nicht. Legia! Legia! Ach, Mann! Das wäre nochmal eine richtige Glanzrunde für ihn gewesen. Simple war kurz vor ihm auch noch low. Also, das hätte mal eine Glanzrunde werden können. 2 sehr, sehr schöne Shorts von ihm. Ach, oh wei, oh wei. Diese Runde hätte man nicht so sang- und klanglos verlieren müssen. Ich hätte Legia jetzt mal so eine Szene eigentlich gegönnt. Jetzt natürlich die Kaufrunde für Team Ukraine.
Und Gob, der pirscht sich davor und Zeus rechnet noch nicht so schnell damit. Zeus rechnet sich damit, muss jetzt nochmal wegkommen. Pushen die durch die Smoke? Nein. Also Zeus nochmal Zeit rausgeholt und da gibt's richtig gute Hits. 5 HP noch bei ihm. Und damit muss Simple hier zur Hilfe ein. Und damit ist die Mitte offen. Schiebt jetzt aber wieder zurück. Und jetzt spätestens muss er sich auf die Langseite konzentrieren. Und da will Big gleich vor. Bondic damit auch noch verschoben. Und Next zielt noch bei B ab. Also Lang hat man ein Stück weit eingenommen. Bondic hat sich weit, weit zurückgezogen. Und Simple hat jetzt für ihn die Mitte übernommen. Das ist auch gut, dass Big häufig nochmal komplett weiterschiebt. Häufig faked, häufig nochmal ein bisschen probiert, was am anderen Spot geht. Und jetzt hat man sich hier gut eingeschanzt, weiß, dass wenn die Ukrainer mal nach dem Rechten sehen wollen und offensiv gucken wollen, hat man hier gute Positionen eingenommen, um das Ganze abzuzielen. Man hat einen Next, der richtig Stress beim B-Spot macht und guckt euch das an. Makelov, ne, der geht wieder zurück. Und jetzt geht's rauf, Legia. Hier an Lang kann er nichts machen und Bondic hat sich 2 geschnappt. Damit wird es jetzt richtig bitter, denn Legia ist auch schon richtig low. Und jetzt muss man sich auf Next hier verlassen. Aus der Mitte, aber der bekommt auch direkt gute Hits reingedrückt. Und zumindest Legia mit der Glock noch mit einem Frick. Aber Legia auf 6, Next auf 34. 2 gegen 2. Sie lassen die Zeit runter ticken. Sie wollen die beiden Waffen durchbringen, wollen da nicht ins Risiko laufen, die beiden Waffen zu verlieren. Trotzdem ist es die Eco in der Runde. Oder man forst halt für die Waffen rein. Und so sieht's aus. Also, Big forst für die Waffen rein. Das könnte eine Doppelspar bedeuten, wenn man verliert. Beziehungsweise eigentlich, ne, eine Eco sollte dann, je nachdem wie man es spielt, was man nächste Runde macht, ob man Bombe legt oder nicht, ist ein kleines Rechenspiel. Und Simple, der macht das, was er auf Overpass gemacht hat und das funktioniert schon wieder. Simple blüht bei diesem Turnier wirklich zu alter Stärke auf. Wenn er sie denn jemals verloren hat. Oh, Makelov. Der B-Spot jetzt mit 4 Mann bewacht. Und ich glaube auch Gob kann da nicht mehr viel dran ändern mit der CZ. Next ist auch noch da. Gob fällt. Next konnte zwar nochmal einen rausnehmen. Next im Prinzip im 1 gegen 5. Jetzt im 1 gegen 4. Müsste jetzt Ace um noch was zu machen. Next Nummer 2. Und dann fällt er. Hat zwar nochmal ein schöner Klick zum Abschied von Next. Aber mehr ist es dann nicht mehr geworden. So langsam aber sicher werden die Leute hier wach. Wir gehen langsam Richtung 1000 Zuschauer. Und das wollen wir uns doch auch wünschen bei einem Big-Spiel. Pause und sofort an Pause. Ob es jetzt Tactical war oder nicht, sei mal dahingestellt. Normalerweise schreibt Keith immer sofort Tactical dazu. Beide sind ready und damit kann es auch wieder weitergehen. Und sofort wieder an Pause drinne. Und jetzt eben die angesprochene Full Eco bei Big. Next durch die Frags, die er noch gemacht hat. Zumindest mit der Möglichkeit dann noch auf die Diegel. So. Also, jetzt die Eco. Gob auf Kevlar, der Rest doch sehr, sehr spärlich. Nex eben noch auf der Diegel. Die kann da manchmal auch noch was verursachen. Aber mal sehen, was er macht. Macht ein bisschen Stress Richtung Lang. Zeus ist damit angefixt. Gob steppt da auch noch ein bisschen. Und währenddessen schiebt man komplett zurück. Und es ist gut, dass Gob den Frag macht. Das macht den Fake hier auf jeden Fall authentischer. Und deswegen geht Bondic jetzt auch zum A-Spot. So, man würde in den 4er Loser-Bonus kommen. Aber so weit sind wir noch nicht. Das wären 2-9. Und damit könnte man gut kaufen. Next fällt. Man hat aber erstmal Raum auf dem Spot. Und ne, Keith, das muss er sein, der Frag. Er holt sich Simple und Makelov nicht. Schade für Big, aber es war nur die Eco-Round. Jetzt gibt es 2-9 auf die hohe Kante für die 4. verlorene Runde in Folge. Und damit kann man natürlich kaufen.
damit kann man natürlich kaufen. Ich kriege Depressionen, wenn ich Big zuschaue, lese ich da im Chat. Das ist natürlich traurig. Aber man hat auch schon ein, zwei Lichtblicke heute gesehen. Lass es dir gesagt sein, falls du erst später angeschaltet hast. Also Big, jetzt in der Runde, jetzt aber auch mit der Möglichkeit, die Runde zu holen. Nächste Runde gäbe es dann ungefähr 3-5. Das würde nochmal ein Force-Buy erlauben, wenn man das denn möchte. Würde aber Gob vielleicht eher Richtung Eco einschätzen dann. Man verliert Tapsin. Man hat Next auf 6 HP und man hat noch nicht so ganz den Plan, wo es jetzt hingehen soll. Zeit ist natürlich immer noch da. Legi am Switch, da wird er aber erstmal nicht das spielen. Und Edward hält sich da defensiv an der Titanic. Molotov wäre dabei Legia, um die Position auszuschließen. Das haben wir ja gelernt bei RAN eSports. Der Molotov ist da, um Position auszuschließen. Ne? Da müsst ihr alle ganz gut zugehört haben. So, lang soll es vorgehen und über Dropper soll es rausgehen. Also Edward, jetzt der, auf den es ankommt für Team Ukraine. Und Big hat da überhaupt keine Attention hin. Und das sind zwei leichte Frags für Edward. Da muss er sich nicht wirklich anstrengen. Gob und Kief im Drop und die sind jetzt auch eigentlich vogelfrei. Zeus mit einem und Zeus nimmt sich dann auch noch Gob hinterher als Nachspeise. Flawless Round für Team Ukraine. Und jetzt gibt's dann wirklich die taktische Pause für Big. Ja, und jetzt eben das angesprochene Geld. Es erlaubt den Force-Buy, denn wir haben Nex und Legia, die theoretisch AK-Kevlar kaufen können. Und ja, die anderen dann eben gegebenenfalls Galil, UMP etc. Trotzdem, wie gesagt, glaube ich, dass nicht geforst wird, dass man jetzt nochmal sich dann eben, ja, roundabout, also die verlorene Runde würde natürlich bedeuten, Max Loser, wir sehen es, nochmal 3-4 obendrauf, deswegen wird man sich da wahrscheinlich in eine 2000er Region runterkaufen und mehr dann aber auch nicht. Die 1-4 sind auch noch okay, ja doch, die 1-2, die gehen auch noch, wenn wir die 3-4 draufrechnen, ohne einen Kill dazu, sind das dann natürlich auch noch die 4-6, die natürlich auch ausreichen. Also, damit Big auf jeden Fall zumindest in der nächsten Runde kaufbereit. Und jetzt einigermaßen vernünftig eingedeckt. Dieses Mal Edward nicht offensiv an der Titanic. Also man lässt die Titanic erstmal offen, man lässt Big da erstmal Raum gewinnen. Aber der Molly, der versaut ihn da schon wieder das Spiel, denn damit kann Edward hier schon wieder offensiv gehen. Und jetzt Edward, komplett Gold, nimmt er sich trotzdem noch einen raus und Markelov muss das Ding jetzt halten. Es geht hier offensiv für Gob und Nex und Gob jetzt mit der AK. Nex fällt, Gob mit 18 AP an der Titanic und man verrennt sich da schon wieder an der Titanic. Oh, da gibt es ein paar gute Hits von Gob, aber es reicht nicht für die Frags. Legia mit einem. Markelov 13, Bondic 22, Zeus 20 AP. Das ist die Bilanz von der Runde. Also jetzt heißt es endlich mal wieder erfolgreich sein. Endlich mal wieder eine Runde holen. Nachdem man jetzt so viele Runden in Folge verloren hat. Ich hatte große Hoffnungen nach diesen zwei gewonnenen Runden in Folge. Da sah das richtig aus, als hätte man sich vernünftig was überlegt. Oh, Gob, der läuft in den Molly rein. Hätte natürlich auch so schnell bekommen können da in einer unglücklichen Situation. Ja, und es sah eben so aus, dass man die Möglichkeiten hatte, da taktisch mitzuhalten, wenn es schon heute vom Aiming her nicht klappt. So, Big. Die Mitte kommt man erstmal vor. Das ist erstmal Raum, den man für sich behaupten kann. Und die beiden A-Spieler aktuell da auf lang und den eigentlichen A-Spieler hat man geholt. Und damit muss man jetzt hier Richtung lang. Ja, Flash kommt, aber sie gehen nicht vor. Und Zeus holt sich Legia. Und jetzt hat man auch schon Bondic wieder da. Und damit ist der A-Spot eigentlich schon wieder richtig gut gedeckt. Edward auch noch in der Boost-Posi. Taps sind aber schon Dropper runter. Und der könnte Markelov überraschen, wenn dann nicht gleich irgendwie Bondic von hinten in den Dropper reinspringt, unerwartet. Taps sind bis jetzt noch komplett unbekannt.
Makelov zieht aber den Jobber ab. Jetzt hat er eine gute Möglichkeit erwischt. Makelov rausgenommen. Und damit Tapsin hier. Vielleicht damit die Runde entschieden. Mit diesem einen Frag. Denn Bondic ist jetzt bekannt. Drei Spieler ziehen ihn ab und er müsste fallen und er fällt. Gobbe währenddessen in der Mitte auch noch einen Frag gezogen. Und das ist die Runde für Big. Und die wurde durch Tapsin entschieden. Die wurde durch Tapsin entschieden, der sich früh den Dropper gesichert hat. Und somit Makelov eigentlich schon gar nicht mehr wusste, muss ich noch Dropper abziehen, muss ich nicht Dropper abziehen, kommt gleich Titanic oder nicht, hatte sonst keinen weiteren Support. Und so war dieser eine Frag von Tapsin, der natürlich mit ein bisschen anderem Timing auch dazu geführt hätte, dass er sofort stirbt und damit der Go eigentlich schon am Anfang abgebrochen ist, Makelov sich komplett auf Lang hätte konzentrieren können. Aber so ist es der Frag und somit die Runde für Big. So, und damit geht die wilde Party weiter. 7 zu 3. Big hat die Runde geholt, aber behaltet das Geld im Auge. Counter-Strike is all about money. Der wahre Satz von mir oder vielleicht auch mal von irgendwem anderen. Denn das wäre schon wieder ganz, ganz wenig Geld. Verliert Big diese Runde ohne Bombenplan, sind das 1-4. Das würde nicht vernünftig reichen für alle. Gob hätte nichts, Kief hätte zu wenig, die anderen könnten sich dann noch was zurechtschustern. Aber jetzt will man natürlich erstmal die Runde holen. Man geht die Mitte hoch. Bondic schon da, zwei Spieler auch noch auf dem Spot da. Makelov könnte auch sofort eingreifen. Aber Suess und Simple nehmen sich da schon direkt die Frags. Und Gob und Kief noch am Leben. Kief, Nummer 1. Kann er noch mehr Schaden anrichten? Gob nimmt sich auch noch rein. Kief auch nochmal. Kief macht er den 4K. Er müsste ihn machen, um die Runde zu holen. Über die Mitte gleich Edward da. Kief muss jetzt Def legen. Liegt das sehr offensiv und das müsste sein Todesurteil sein. Oh Mann. Oh, Kief! Fängt den Plant an, zieht rum und der holt sich den nächsten! Kief mit 4 Frags in der Runde und am Ende noch den 1 gegen 2 Klatsch. Schießt die Ukrainer in die Eco. Spätestens jetzt seid ihr alle wach, oder? Ich will's doch mal hoffen. Also sau, sau starke Aktion von Kief. Fängt er den Plant an, holt den Frag, holt dann auch noch den Mittelspieler. Richtig, richtig stark gemacht. Und die waren im 2 gegen 5. Das dürfen wir nicht vergessen. 2 gegen 5, dann hat Kief einen Frag geholt, dann hat Gob einen Frag geholt. Dann war Kief für eine Millisekunde im 1 gegen 3. Und dann noch eine längere Zeit im 1 gegen 2. Und sie haben das Ding geholt. So, Suess auf Lang. Nur mit der CZ bewaffnet. Denn wie gesagt, Kief hat sie hier in die Eco geschossen. Simple, aber der hatte noch ordentlich Geld da. Deswegen Simple auf der AWP, aber die steht auf dem B-Spot. Und Suess hat richtig Informationen, die er hier sammelt. Edward bekommt einen Frag auf dem Spot. Suess, auf den kommt es jetzt hier an. Der kommt von hinten, aber Legia hat ihn da mit einem glücklichen Timing über Switch. Und so kommt man erstmal gut auf den Spot drauf. Aber Navi auch schon komplett mit 4 Mann am Start. Und Simples AWP, die könnt ihr nochmal richtig rasieren, aber das ist schon wieder. Das ist Gob. Der hier nochmal komplett sagt, zurückrudern und zwar sauschnell. Und es ist die Ukrainer, die schon wieder diese Linie hier haben, im Prinzip. Keiner, der hier die Door-Linie mehr überschreiten will. Und damit ist es eigentlich fast schon die Runde für Big. In dem Moment, wo man sich da schnell entschieden hat zu schieben. Und die Ukrainer nicht schnell genug waren. Und es ist ganz klar, dass die Ukrainer jetzt AWP, AK und CZ mit in die nächste Runde nehmen. Sonst wäre es gar nichts, was sie in der nächsten Runde haben. Für sie... Mein Mauszeiger hängt im Bild. Wie kann denn das möglich sein? Dürfte eigentlich jetzt nicht mehr so sein. War Kief nicht Frag Leader auf Overpass? Vollkommen richtig. Mit 20 Frags, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und da haben wir einmal einen Disconnect tatsächlich.
Was ist denn da los? Also Zapsen irgendwie raus. Interessant. Also Technical Timeout, das hätte ich mir schon fast gedacht. Und damit mal sehen, wie lange dieser technische Timeout jetzt anhalten mag und warum Tapsen da rausgeflogen ist, ob da sein Rechner gecrashed ist oder was auch immer da passiert ist. Eine Minute wird da geschrieben. Also eine Minute Zeit für mich, mal mit euch zu quatschen. Ihr könnt jetzt mal den Chat voll machen, wenn ihr Lust habt. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Desray oder auch Timo, wie ihr denn lustig seid. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der mich bis jetzt noch nicht gesehen hat. Ich bin etwa seit April bei 99 Damage als Juniorcaster und schon bei diversen Matches gewesen. Und sollte euch gefallen, was ich mache, oder sollte euch nicht gefallen, was ich mache, könnt ihr jederzeit ins Forum gehen und dort beim Caster-Feedback, wo sicherlich gleich im Chat nochmal ein Link zukommt, mit eurem 99 Damage Account dort Feedback in den Thread reinschreiben. Das würde mich freuen. Leider haben wir wegen Delay, glaube ich, jetzt keine Fragen, wenn welche kommen sollten oder irgendwelche Anregungen. Und jetzt geht es dann auch schon gleich wieder weiter. Okay, nochmal technischer Timeout. Wieso auch immer. Moin moin, Bad Trip. Mehr Lags. Ja, das. Leider kommen die Lags heute nicht, die Big helfen würden. Ach, du wolltest Timo schreiben. Okay. Gesehen hast du mich noch nicht, aber gehört. Ist ja auch nicht schlecht. Also, es geht weiter. Technischer Timeout wurde beseitigt. Also, Abfahrt geht es jetzt. Wir sind nochmal 3 Runden, die man holen kann. Aber simpel. Diese Offensiv-Pushes. Ich weiß nicht, ob das bis jetzt einmal nicht geklappt hat. Oh, Tapsen, das muss er haben. Ah. Schade. Den hätte er haben können. Jetzt geht's hier B lang raus. Legia. Er könnte jetzt hier den Frag natürlich bekommen. Makelov rechnet nicht damit, dass er schon durch ist. Legia mit einem. Jetzt ist es Bondic da am Squad. Den muss man noch wegholen. Aber sie sind im 2 gegen 4. Gob nochmal mit einem. Kommt jetzt ins 1 gegen 3, weil Legia gefallen ist. Smoken sich da nochmal ab. Und da rechnet Edward nicht damit. Da rechnet Cobb nicht damit, dass Edward da schon einmal komplette Runde gedreht hat und von hinten kommt. Und schon wieder. Jetzt ein Technical Timeout. Alles klar. Bist recht bist derbst angenehm. Oh, nicht schlecht. Angenehmer Caster. Ja, das freut mich, das freut mich, das freut mich. Wenn ihr das Ganze noch manifestieren wollt und in Stein meißeln wollt, ist, wie gesagt, für euch der Feedback-Link offen. Also im 90er Damage Forum. Denn Nightbot hat es vorhin eben gerade reingehauen. Und der kommt gerade auch nochmal bitte. Epizenk weist nochmal darauf hin. Also, wie gesagt, ob positiv oder negativ, immer gerne ins Forum, dass das Ganze dann auch festgehalten wird. Das würde mich freuen, wenn ihr da nochmal kurz den Weg ins Forum macht. Und mir da vielleicht nochmal was Kleines hinterlassen könnt. Aber trotzdem natürlich auch danke für die netten Lobreden. Und damit gehen wir wieder in die Partie. Und wieder gibt es einen Simpel, der einfach nicht durch stillhalten kann. Jetzt wird hier sehr offensiv lang abgezielt und Big spielt sehr häufig jetzt am Anfang lang an. Aber jetzt probiert man da schon mal was anderes. Man will sich mit 3 Mann hier in der Mitte erstmal ein bisschen aufstellen. Gegebenenfalls hier auch so einen Peak von Simple oder ähnlichem auch mal direkt rauszunehmen. Ist aber Zeus, der hier komplett offensiv steht. Und man flasht hier einfach nur mal rein, möchte aber erstmal noch nicht vor. Und es ist Tapsen, mal wieder Tapsen. Diesmal zusammen mit Nex. Also wieder die beiden im Normalfall Topfragger. Heute zumindest auf Cobblestone ein sehr, sehr ausgeglichenes Bild. Und wir sehen jetzt Zeus. Und jetzt könnte das Spiel von Big aufgehen, aber nein! Oh, da hat Zeus aber mal richtig veraimt. Aber macht überhaupt nichts aus.
Ich dachte, dass sie jetzt auch noch lang abziehen. Ich dachte, das wäre jetzt der Punkt, auf den sie warten. Auf diesen Offensivpush. Aber genau von dem werden sie überrascht. Und damit verlieren sie Legia. Und im Jopper gibt es erstmal ein bisschen Fressbrett. Aber Gob nimmt zumindest 2. Und damit kommt man nochmal ins 2 gegen 3. Keef und Nex. Keef im Jopper drin. Nex quält sich da nochmal um Squad. Markelov ist der Pflichtfrag, der jetzt erstmal fallen muss. Und den holt sich Keef. Simple zielt ab. Und das könnte böse enden. Man hat hier keine Granaten mehr. Keef fällt und dann reicht auch Zeus, auf dem ich hier gerade gar nicht drauf war, der sich die beiden Big-Spieler rausnimmt. Und das hätte durchaus die Runde für Big werden können. Und so ist es die Eco, beziehungsweise jetzt der gezwungene Force-Buy natürlich in der letzten Runde. Und das birgt enorme Gefahren, auf 10-5 zu kommen. Und das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Man hat sich die Seitenwahl ausgesucht, man hat sich die Map ausgesucht und dafür ist es gerade nicht überzeugend. Klar, das ist ein Top-Team hier, was bei den Ukrainern steht. Das ist ein fettes Star-Ensemble. Das ist ein Simple, das ist ein Zeus, ein Bondic, ein Markelov und Edward. Das ist dreimal Navi, einmal Tailu und einmal Flipside. Das ist das Beste, was das Land zu bieten hat. Aber ich glaube, man kann auch gut und gerne sagen, Big ist natürlich das Beste, was Deutschland im Moment zu bieten hat. Aber die Ukraine einfach vielleicht auch eine Nummer zu hart. Gerade so einer wie Simple. Der fehlt einfach. Tapsin holt sich da den Frag. Da geht man schnell Dropper raus, Mitte hoch. Und das ist doch mal ein Move, den wir gebraucht haben. Tapsin nimmt sich da direkt mal 3. Und das entscheidet die Runde hier aber im Hand umdrehen. Da habe ich gedacht, das wäre vorbei. Da habe ich gedacht, das wäre vorbei. Das wäre das 10-5. Aber Tapsin, der geht da respektlos den Dropper runter. Frag 1, Frag 2, Frag 3. Und das ist die Runde gewesen. Also zum Abschluss, nach einer schwachen Halbzeit von Tapsin, nochmal richtig, richtig reingehauen. Und das muss den Jungs dann nochmal ein bisschen Momentum geben. Also wenn wir jetzt hier mal ein bisschen Kamerasetting von vor Ort, dann bin ich mir ganz sicher, wir sehen das hier. Handshake bei den Spielern. Da wird sich wahrscheinlich gerade richtig fett abgeklatscht für diese krasse Aktion von Tapsin. Und das ist was, was nochmal so ein bisschen Schub geben kann. Ich denke mal, jeder von euch kennt das selber, wenn euer Mate da eine krasse Aktion macht oder ihr selber und dann das Lob von allen Seiten kommt und die Schreie aller Nice Dude sind natürlich auch eine schöne Sache und das kann pushen. So, also, die wollen starten und haben scheinbar Angst, dass Big das hier für den Tactical Timeout nutzt, diese Pause, weil sie nicht ready machen. Aber Big schreibt nichts. Ukrainer sind ready. Big, was auch immer da gerade los ist. Also, ich glaube nicht, dass Big so unsportlich ist und jetzt hier nochmal einen großen Tactical Timeout irgendwie rauszieht, um sich zu besprechen. Microphone-Problems sind es laut Tapsin. Also die Technik, die möchte heute nicht für Big. Also das, ich weiß nicht, wie viele Tactical Timeouts wir bis jetzt hatten, aber wollen wir mal hoffen, dass es dann gleich auch weitergeht. Und wie ihr es schon kennt, ich nutze natürlich die Pausen immer, um mal ganz kurz für euch in den Chat zu gucken. Leider, wie gesagt, sehr, sehr großer Delay. Deswegen, wenn ihr jetzt was schreibt, dann versuche ich es noch zu sehen, wenn die Pause jetzt länger gehen sollte. Dann können wir uns hier ein bisschen über den Chat unterhalten. Das mache ich eigentlich immer relativ gerne. Kann dann nebenbei schon mal ins Forum schauen. Vielleicht habt ihr ja schon mal das ein oder andere geschrieben. Das sieht sogar ganz gut aus. Und wir hoffen einfach mal, dass es für Big gleich weitergeht, dass die Pause nicht mehr so lange anhält. Ich kann es nur hoffen. So, natürlich Mike Problems kommt da schon. Also man kann natürlich hinter Mike Problems immer vermuten, dass man sowas natürlich nur sagt, um sich eigentlich besprechen zu wollen. Aber normalerweise wird da von den Veranstaltern eigentlich auch darauf geachtet, dass in solchen Situationen eigentlich keine taktischen Besprechungen stattfinden können.
Bad Trip sagt nochmal Hi, wieso auch nicht. Ist das überhaupt ein Offline-Event? Ja, das kannst du auch gut an den Pings erkennen, das ist ein Offline-Event. Wollen wir mal hoffen, was da jetzt los sein mag. Ob der hier sein Mic abgebrochen hat oder was auch immer da gerade los ist. Also nochmal, es ist wirklich ein Offline-Event, das findet in Barcelona statt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Match starts in 5 seconds, Big is ready. Das ist doch sehr schön. Mach's gute Arbeit, ich gebe dir einen Kussi. Second Life. Ja, davon sehe ich noch nichts. Jetzt! Also, technische Probleme behoben. Und damit wollen wir doch mal hoffen. Deathray stinkt nach Maggi, das kann ich nur bestätigen. Ich habe gerade nochmal nachgerochen. Aber das ist eigentlich auch ein Kompliment. Muss man ja auch mal sagen. Bondic cheated, der hat den besten Ping. Ja. Der hat sich in den Server reingesetzt, so munkelt man. So, die Pistol Round. Für wen geht sie aus? Keith wird da direkt mal auf dem Weg zum Switch erwischt. Und jetzt ist Gesamtbig gerade unterwegs. Und die könnten jetzt hier direkt alle an der Door abgefangen werden. Man hat sich mit 4 Mann auf B eingeschossen. Ist eine übliche Aufstellung. Und es war nur Keith, aber jetzt wird hier richtig zerschossen. Tapsit, Gob und Nex bekommen die Frags rein. Und lassen, ich wollte gerade sagen, nur noch Edward über. Aber Edward nimmt sich sofort 3 Spieler. Simple lebt auch noch. Simple geht mit der Bombe auf B. Und guckt euch mal dieses kleine Spielchen jetzt hier gerade an. Und wenn Edward jetzt auch noch den Frag kriegt, nein. Und damit kommen wir nochmal in 1 gegen 1. Und Gob wird damit rechnen. Spätestens in 3 Sekunden, wenn die Bombe liegt. Also Gob weiß Bescheid. Nimmt sich nochmal ein Kit mit. Simple gegen Gob. Dass diese Pistole nochmal in eine 1 gegen 1 geht. Edward hat es erschossen, dass es nochmal so weit geht. Aber in der letzte Frag nicht gefallen. Gob! Gob, du geile Sau! Dass er aus der Position den Frag da machen kann. Das ist die Pistole für Big. Und das gibt nochmal Handshake. Und Gob kann jetzt ganz gemütlich 100 eintippen in den Chat. Und wenn er frech ist, schreibt er auch noch 100 Kevlar rein. Aber nur wenn er frech ist. Kann sich jetzt ganz genüsslich für 350 auch noch den Helm dazu kaufen. Hat er auch gemacht. Und Simple geht auf die AK. Also interessante Variante hier nach der verlorenen Pistole. Man traut Simple ja einfach sehr, sehr viel zu an der AK. Auf Big Seite UMP zweimal dabei, Farmers M4 und eine Scout. Und ein Tapsen, der B da sehr aggressiv hält über lang. Diese Aktion von Gob, die war gerade richtig viel wert. Nicht nur, weil es die Pistol Round bringt. Auch weil es einfach ein enormer psychischer Boost ist. So, Keith. Wieder relativ alleine hier bei A. Es ist Legia, der zielt dann noch defensiv mit der AWP ab. Das kann auch funktionieren. Sollte auch. Ja, der Frag zieht da mit der Scout. Habe ich da aber vorhin gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Also, die AWP, die AK geht somit an Zeus von Simple. Legia immer noch in einer guten Posi. Keith guckt da auch nochmal rein. Legia mit der Scout wieder erfolgreich. Wollen wir mal auf ihm draufbleiben oder was? Und damit nur noch 3 Spieler. Bleiben wir mal auf den Waffenträger von den Ukrainern drauf. Vielleicht kann der ja auch noch ein bisschen was machen. Bondic, der nimmt sich Gob. Er hat da noch keinen Kevlar dabei. Jeder Hit wird mir den Aim-Punch geben, aber Bondic. Keith an langer Folter. Keith aber auch schon Lower P. Aber kam nochmal ein Frag ziehen und dann kommt Tapsen von der Door und vollendet. Und somit hat man hier... Ja, wie soll man das deuten? Man hat bei den Ukrainern den Plant dazu genutzt, jetzt nicht einen kompletten Kauf in der... Dankeschön. 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 Nein, ich möchte nichts kaufen. Bitte. So, warum das auch immer die ganze Zeit kommen mag. Man hat... Normalerweise nutzt man ja den Bombenplant
dazu, in der darauffolgenden Runde kaufen zu können, also nur eine Eco einzuschieben. Also Plant, Eco, Buy. So hat man sich jetzt für eine Arcane in der einen Runde entschieden und deswegen jetzt Simple beispielsweise nur auf MP7 und Edward nur auf UMP. Normalerweise wäre mit dem Verlauf natürlich jetzt ein Full Buy drin gewesen. Ansonsten spielen sie es relativ ähnlich, wie es Big auch gemacht hat. Erstmal hier der Aufbau in der Mitte. Ein Spieler abgestellt Richtung B. Das ist in diesem Fall Bondic. Das war sonst immer Tapsen bei Big. Gegen Keith. Keith hat die Information. Keith kommt komplett zurück. Das ist wichtig. Und wir haben immer noch Legia stehen, der sowohl jetzt Richtung Mitte einen Frag machen kann, als auch natürlich Informationen sammeln kann. Oder jetzt halt auch überrascht werden kann von Edward von hinten. Legia nimmt ein, aber mehr ist da nicht drin, wenn sie von beiden Seiten kommen. Aber eine Menge Informationen ist drin für Big. Keith steht da. Gob steht da. Und jetzt kommt es erstmal auf Keith an. Close Distance mit der MP9. Das geht nicht gut. Macht zwar ordentlich Schaden, aber kriegt den Frag nicht. Gob mit einem. Und Gob immer noch mit einer guten Posi. 3 gegen 3. Nexen nur auf MP9. Also, es geht rauf. Gob fällt. Nex auch schon low. Tapsin wird da unglücklich erwischt. Und so nehmen Simple und Bondic die beiden letzten raus. 10. Runde. Kein Geld bei Big. Legia kann sich ein bisschen was holen. Kief gegebenenfalls auch. Aber es ist halt ganz, ganz wenig Geld, was es nächste Runde gibt. Und wahrscheinlich kann man nicht mal nächste Runde kaufen. Gedanke könnte da sein, dass jetzt bei einer Eco durchaus Kief und Legia je nach Rundenverlauf, Killverlauf in die Möglichkeit kommen, Waffen zu legen und dass man dadurch dann noch einigermaßen sich was zusammenschustern kann oder dann einfach, hart und ganz mal ganz kurz konzentrieren dass man dann eben einfach ganz radikal da quasi die Doppelspar durchführt. Heute habe ich die Sprachhänge. Oh, und das ist ein bisschen zu langsam, was die Ukrainer gerade machen. Denn wenn wir hier sehen, Big kommt komplett raus da aus der Door. Aber dadurch, dass sie nur die USPs haben, ist es nicht viel Schaden. Und am Ende bleibt nur noch Legia und die Ukrainer bringen 4 Waffen durch. Aber hätten wir jetzt einen Big gehabt, was vielleicht noch ein paar bessere Pistols gehabt hätte, hätte man mit diesem 4er-Push durch die Door auch durchaus noch mehr Schaden machen können. Also 11 Runden für die Ukrainer. Und jetzt spielt man jetzt, ja, man kauft sich jetzt aufs gesunde 2000er Niveau runter. Legia behält 3-1 im Köcher, Kief behält 4 im Köcher. Das heißt, Kief dann wahrscheinlich auch, beziehungsweise es wird die AWP halt werden bei ihm in der nächsten Runde. Und jetzt kann man mit dem Equipment, was man diese Runde hat, auch vernünftig was anstellen. Man hat 4x CZ, man hat gutes Equipment dabei. Und damit kann man jetzt auch gut verzögern. Und wir jetzt gucken, Gob auch mit dem Molotow dabei. Den haut er jetzt auch nochmal in den Job. Aber da ist aktuell noch keiner unten. Und Edward macht da nur ein bisschen Stress noch Richtung A. Und da im Job war der erste Schlagabtausch. Gob fällt. Nex aber sofort mit dem Reflect da. Das ist jetzt die Frage. Wo geht es hin? Wir haben jetzt Edward und Bombenträger, die jetzt schon langsam Richtung A verschieben. Und das ist Bondic, der jetzt fällt. Und das heißt, jetzt ist Attacke angesagt für die A-Spieler. Und das heißt, es kommt auf Keith mit der CZ an. Ob er hier nochmal verzögern kann, ob er hier nochmal Schaden machen kann. Und gleich ist auch noch Unterstützung da in Form von Nex. Keith mit Nummer 1. Keith bekommt die AK, aber die kann er sich nicht nehmen, denn er wird schon beim Pekin geholt. Legia und Nex. Nex auf dem Spot, Legia dann noch abgeschirmt an der Door durch die Smoke. Nex mit guten Hits bekommt den Frag, fällt dann gegen Makelov und jetzt muss es der Klick werden für Legia. Legia oder Makelov, 20 Sekunden auf der Uhr und Makelov legt. Legia wird ihn nicht dabei unterbrechen. Also Klick von Legia oder Feierabend. Makelov auf dem Spot.
Legia pirscht sich immer weiter vor, zielt da am K ab, aber Makalov zeigt sich einfach nicht. Und die Zeit streicht weg. Legia hat kein Kit. Ich weiß nicht, ob er weiß, wo eins liegt, was er picken könnte. Und der Klick sitzt nicht. Jetzt wird der USP nochmal Nacharbeit. Kommt nochmal auf die Rifle, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. 12. Runde. Man kann wieder kaufen. Klar. Wie gesagt, Kief auf der AWP jetzt. Und der Rest kann sich ja auch gut eindecken. Gob verzichtet da auf Rifle für mehr Granaten. Und Gob aktuell sogar Top-Fragger. Bondic auf Seiten von Ukraine. Wieso Ukraine und kein Navi? Das ist ein Nationenturnier. Und das ist ja nicht komplett Navi. Das sind ja nur 3 Spieler von Navi. Also Edward, Simple und Susia von Navi. Und dann haben wir natürlich noch Makelov und Flipside. Und Bondic bei Tailu. Also es ist nicht Navi. Und Big eben stellvertretend für Deutschland. Legia offensiv lang eingenommen. Wir haben Kief, der die Mitte abzielt. Damit könnte man zumindest erstmal dieses lange und langsame Vorpirschen von Navi, was sie jetzt, von Navi, jetzt sage ich es ja selber schon, von den Ukrainern da Richtung Lang und Richtung Mitte erstmal schnell aufhalten, beziehungsweise schnell die Informationen bekommen. Aber die Ukrainer arbeiten sich auch weiter vor auf B-Lang. Geht vor. Nex hat eine gute Position. Frage ist, was er draus machen kann. Rechnet er damit, dass Simple das schon die ganze Zeit wartet? Simple, der juckt die Flash nämlich nichts, aber Legia und Tapse mit dem Frag. Und da kommt die nächste noch rein. Nex bekommt auch seinen Frag. Und Bondic und Zeus sind's noch. Zeus. Gob darf jetzt hier nicht fallen. Und das ist dann Bondic, der fällt. Und das muss die Runde für Big sein. Zeus zwar nochmal mit der Bombe. Will er das nochmal probieren? Wir gucken aufs Geld. Es wird schwierig, aber es wäre ein Kauf möglich. Dadurch Makelov könnte legen, wenn Zeus die Waffe durchbringt. Es gibt 1-4. Ich muss gerade mal kurz durchrechnen. Es wäre ein gewagter Force bei nächster Runde. Aber man könnte sich was zusammenschustern, ganz klar. Man könnte sich was zusammenschustern. Frage ist, ob man es macht. Also wie gesagt, Makelov kann legen. Edward kann sich selber kaufen. Und so macht man es auch. Frage ist, ob Makelov jetzt legt oder nicht. Ungewohntes Bild eigentlich noch für alteingesessene Counter-Strike-Zuschauer. Makelov nicht an der AWP zu sehen. Das ist sehr, sehr ungewohnt. Immer noch. Also, es wird das gespielt, was ich vermutet hatte. Man forst tatsächlich diese Runde rein und es ist auch genug da, um rein zu forcen. Eben auch durch diese eine gesavte AK ist dieser Kauf dann noch möglich geworden. Und solche kleinen Aktionen, die machen dann eben auch viel aus. Glaubt man manchmal gar nicht. Kief weiter an der AWP und die kommt zum Einsatz. Makelov da rausgenommen. Und ich habe heute ein super Timing, ne? Ihr dürft nicht vergessen, ich habe keinen Autodirector. Ich switche die ganze Zeit in die Zahlen selber, ne? Und ich habe echt ein gutes Timing manchmal, muss ich sagen. Bin ja ein bisschen stolz. So, 12-9. Und jetzt geht es runter in den Dropper und da zielt Legia ab. Oder auch nicht. Wirft den Molly und jetzt kommt es auf Tapsin an. Tapsin könnte noch Support von Kief haben. Genau, der zielt auch noch ab. Also Kief hält ihm das erstmal sauber, das erlaubt Tapsin hier weiter den Blick Richtung Lang, denn Lang hat sonst keiner. Und jetzt ist es für Kief eklig. Hat zwar einen Frag, der hätte auch sitzen können. Max supportet noch Kief mit dem nächsten. Und das muss die Runde sein. Kommt, kommt von hinten, holt sich den Frag. 10. Runde für Big und Eko. Eko für Team Ukraine. Und da ist die Pause. Hoffentlich nicht technisch. Aber ich kann mir jetzt auch durchaus eine taktische Pause vorstellen. Bei den Ukrainern. Puh. Hier stinkt es nach Eigenlob. Das wüsste ich aber. Ich habe vorhin erfahren, hier stinkt es nach Maggi. Ja, nicht nach Eigenlob. Also, wollen wir uns da auch mal an die ersten Aussagen halten.
So, jetzt der Tactical Timeout. Also, nochmal durchatmen. Auch durchatmen für Big. Und ich wollte gerade sagen, es ist die Frage, forst man rein, nimmt man das in Kauf, dass man vielleicht diese Runde verlieren könnte. Und das heißt, holt Big diese Runde, dann ist das 12-12 quasi schon dicht. Dann kann man ausgleichen. Aber es ist simpel auf der AK. Den muss man auf jeden Fall rausnehmen, weil ich glaube, Big ist in diesem Zeitpunkt des Spiels in der Lage, sich davon nicht stören zu lassen, davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, selbst wenn Simple hier mal zwei Frags zieht. Es ist nur die eine Rifle, mehr ist es nicht, was sie gegen sich haben. Der Rest hat nicht mal Kevlar oder irgendwas dabei. Man verlässt sich bei den Ukrainern einzig und allein darauf, dass Simple hier treffen könnte. Zeus stirbt da auch schon. Tapsin holt sich auch noch Simple und damit sollte das auch die Runde gewesen sein. Und wie gesagt, jetzt höchstwahrscheinlich die Sparrunde. Oder halt, man hat bei drei Spielern auch was übrig gelassen. Dreier Loser-Bonus, das bedeutet nach Adam Riese $2,400, selbst ohne Bombenplant. Und dann können wir alle mal einen Taschenrechner rausholen. Das sind 5.000 bei Bondic. Das ist einigermaßen genug bei Edwards, einigermaßen genug bei Makelov. Und die beiden anderen würden auf Pistol gehen. Könnte man machen oder man spart natürlich. Edward holt sich nochmal Legia. Aber der Bombenplant ist natürlich RIP für sie, denn die Bombe liegt immer noch auf B-Lang. Nex holt sich Bondic. Edward hat die AK. 20 Sekunden auf der Uhr. Und wenn sie diese Waffe saven, dann werden sie kaufen. Da bin ich mir relativ sicher. Wenn Edward diese Waffe durchkriegt, dann werden sie kaufen. Sieben Sekunden auf der Uhr. Big macht keine Anstalten, da nochmal offensiv zu gehen. Das wären lediglich Keef und Tapsin, die das da machen könnten. Aber jetzt ist es sowieso vorbei. Edward bringt eine AK mit in die nächste Runde. Und das wird der Kauf. Das wird der Kauf. Und das kann Team Ukraine auch richtig bitterböse bereuen, dass sie jetzt kaufen. Auch wenn ich das davor die Runde schon gesagt habe, wenn sie die verlieren, dann ist es definitiv die Eco. Dann gebe es aufs Konto dann nochmal. Oh, ich muss die Zahlen mal auswendig lernen. Ich muss jedes Mal nachrechnen. 500. Ich muss das gerade rechnen. 2,4? Ne, 2,4 gab es eben, ne? Vierte ist das, ne? 2,9 gebe es dann. 2,9 obendrauf. Ja, das wird kein Kauf werden. Also die Runde muss sitzen, sonst höchstwahrscheinlich eigentlich 13-12 schon für Big. Also das eine Runde, die im Prinzip doppelt zählt. Also Bondic das schon im Dropper runter. Und Gob will da scheinbar zum Window. Legia geht da aber jetzt. Gob bleibt dann doch vorne. Die Nate. Oh, macht wenig Schaden. Der Molly könnte Bondic dann nochmal facen, Richtung Legia zu laufen. Legia wartet da einfach geduldig in der Smoke. Und jetzt ist er bekannt, aber Bondic wird da gut weggeflasht. Bekommt nur einen Bondic. Und Makelov wird oben rausgepickt. Und jetzt geht's rauf auf den A-Spot. 3 gegen 4. Man hat einen auf CZ und einen auf MP7, eine AK. Und erstmal die Aufgabe, Keef mit der AWP rauszunehmen. Keef, er wird rausgepickt. Schöner Shot von Zeus und er nimmt sich noch ein. Oh wei. Oh wei, oh wei. Nex, Nex, er fällt auch noch. Das kann doch nicht wahr sein. Mit den Waffen. Jetzt Zeus noch an der AWP und Simple vollendet. Und Simple vollendet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann doch nicht passieren. Wie alt ist Big? Big müsste jetzt so roundabout ein Jahr. Ich meine Frühjahr 2017. Hat das mit Big angefangen. So, diese doppelte Runde im Prinzip. Wie wäre es für Big gewesen? Aber die Ukrainer machen das dicht.
aber die machen das dicht. Verlieren sie diese Runde. Jetzt ist es nämlich umgekehrt. Dann ist es die Doppelrunde im Prinzip für die Ukrainer. Beck hat überhaupt kein Geld. Nichts. GOP 700. Der Rest ist komplett auf Null runtergefegt. Die Runde müssen sie holen, sonst werden es wahrscheinlich 15 Runden sofort. GOP, mach was. Der Molly reicht nicht für den Frag. GOP, nochmal der Nate hinterher. Das reicht. Schön. Makilov, Zeus und Simple. Die stellen sich gegen die noch vier verbleibenden Spieler von Big. Zeus, Tapsin kann da nochmal gut Schaden machen. Und Zeus zieht sich jetzt zurück. Seine Mates kommen da hinterher. Also der wartet jetzt unbedingt auf den Support von Lang. Tapsin relativ low. Kann da ein paar Hits setzen gegen Simple an der AWP. Makilov bekommt einen. Jetzt aber auch low. GOP bekommt Simple. Auf GOP kommt jetzt gerade an. Seine Mates schieben hinterher. Es sind Makilov und Zeus. Und beide sind low. Makilov und AWP. Da sieht er den Kopf, aber kann nichts machen. Gegen GOP erfolgreich. Dann fällt er nur noch Zeus. Und er hat eben schon gezeigt, dass er in der CZ kann. Schafft sich nochmal die M4. Und Big wird nicht hunten. Die Waffe bringt er durch. Zeit abgelaufen. Und kein Geld. Und kein Geld. Wird das hier spannend? Huh. Die Forcen. Nein, ich habe gerade mal kurz die Augen zugemacht. Kurzer Blick auf den Chat und da haben die geforst schon wieder. Also, die kennen da überhaupt nichts. GOP im Dropper erfolgreich. Kann Big das nochmal abwehren? Dann müssen sie aber sparen. Dann müssen die Ukrainer aber mal sparen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die können doch nicht immer eine Waffe durchbringen und dann komplett reinforcen. Auch wenn es eine Runde mal geklappt hat. Und jetzt der komplette Weg nochmal von Navi rauf zur Marsport. Es ist nur Kief. GOP wäre schnell da. Und suchst du schon komplett lang durch. Oh, der erwischt hier Kief nicht. Next jetzt auch gleich da. Bondik ist ja schon ganz close an der Door. Und überrascht er jetzt hier gleich Next? Ja, der überrascht Next. Oh mein Gott. Holt er sich auch noch Tapsen. Bondik, was für eine eiskalte Sau. Der kommt nochmal weg. Aber da zielt GOP ab. Kief holt sich den Frag, aber nur noch Makilov und GOP. Holt sich den letzten Frag. Da hätte dieser Push von Bondik fast noch die Runde richtig krass beeinflusst. Und wenn ihr jetzt keine Eco macht, dann ist hier aber Zappen Duster. 13 zu 13. Da ist die Force Round. Ist die erste Eco-Runde. Seit langem bei den Ukrainern. Mal gespannt, was sie jetzt diese Runde probieren. Sollte eigentlich Runde 14 für Big sein. Aber eigentlich. Eigentlich muss nichts heißen. Puh. Also ich glaube nicht, dass sie mit den Wasserpistolen und einer P250 hier viel machen können. Ich glaube es nicht. Und ich denke, ihr auch nicht. Also, was machen sie hier? Scheinbar soll da ein bisschen bei B gefaked werden. Und dann will man sich hier nochmal schnell auf den Weg machen. Also warum man sich auch immer jetzt hier mit der Bombe ins Türmchen begibt. Oder man spielt die ganze Runde nur darauf an, Exit Frags zu ziehen. Wäre natürlich auch möglich. 30 Sekunden auf der Uhr und die Bombe ist weiter überall, nur nicht in der Nähe von einem Spot. Also Bondik, jetzt geht der Weg Richtung B-Spot drauf. Mal gucken, ob sie da noch ein paar Waffen rausnehmen können.
Simpel, schöne Nate, aber Tapsin nimmt ihn da auch sofort mit dem Headshot raus. Bondic und Edward noch am Leben. Und Bondic kann den Frag nicht setzen gegen Keith und damit wird es auch nichts mit dem Plant. Ja, ist nur noch Edward. Und gut auch, dass Big hier gar keine Waffe lässt. Zeit ist jetzt vorbei. Edward könnte man dann nochmal nach der Zeit holen. Macht man auch. Damit ist das Geld für ihn dann auch gestrichen. Deswegen er jetzt nur auf 1950. Versaut jetzt den Kauf, wollte ich gerade schon sagen. Team Ukraine kauft natürlich trotzdem. Also das jetzt wieder mal. Es gibt eigentlich nur noch wichtige Runden ab diesem Punkt des Spiels. Es gibt eigentlich nur noch wichtige Runden. Und ich möchte schon wieder mal die Rechnung rausholen. Es wären nur 2,9, die Ukraine bekommt. Also holt Big Runde Nummer 15, dann ist es nicht viel Geld, um das Spiel dicht zu machen. Währenddessen Big locker nachkaufen könnte, wenn sie jetzt gewinnen. Wenn sie jetzt verlieren, sorry. Also man möchte den Dropper runter, der wird nur defensiv gedeckt, da steht Gob. Und man ist unten. Gob hört fleißig mit, sammelt die Informationen und verarbeitet daraus was. Bombe ist allerdings an der Mitte. Aber es wurde noch kein einziger Call zum Verschieben gegeben. Legia ist da weiter an der Mitte. Und Bondic wartet weiter am Dropper. Gob lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Jetzt geht aber auch sofort wieder zurück. Jetzt schiebt Navi, schiebt Ukraine nochmal komplett zurück. Zwei Spieler bleiben dann nochmal da, aber die werden auch gleich nochmal hinterherkommen. 40 Sekunden auf der Uhr. Da wird nochmal abgesmoked und dann sagt Simpel, Abfahrt durch da, Legia, der wird geholt, Bondic der mal gegen Gob. Mit dem Frag auf dem Baseboard werden alle Spieler weggeholzt. Das ist noch Tapsin an der Titanic und es ist noch Keith auf dem A-Spot. Tapsin mit einem, Tapsin macht's, nein, nur noch Keith. Das ist Runde Nummer 14. Und Keith sollte die AWP durchbringen. Keith sollte die AWP durchbringen. Das ging so unglaublich schnell gerade, was Navi gemacht hat. Beide Frags auf den B-Spot gefallen. Schneller Frag am A gefallen. Unten bei Legia. Dann waren es nur noch Tapsin und Keith. Tapsin konnte zwar nochmal Makelov rausnehmen an B-Lang, aber mehr war es dann nicht. Und jetzt heißt es für Keith, nimm diese AWP mit. Und die nimmt er nicht mit, denn Simple gibt ihm einfach sofort Fressbrett. 14 zu 14. Und jetzt bitte ich euch, haut nochmal euren Kumpel an. Haut nochmal eure Mutti an, euren Onkel. Wen auch immer. Dieses Spiel, das muss gesehen werden. Das hat Klasse, das hat Stil und das hat unglaublich viel Spannung. Es ist komplett offen, wer dieses Spiel hier holt, wer diese Map hier holt. Es steht 1 zu 0 nach Maps für die Ukraine. Und jetzt wäre es egal, wer diese Runde verliert. Oh nein, oh nein, oh nein, ich habe mich vertan. Wenn Big jetzt hier verliert, dann ist es 15-14 für die Ukraine. Und damit gucken wir mal aufs Geld. Ich weiß, ich nerv euch mit dem Geld, aber es ist halt wichtig. Wenn die das hier nicht machen, dann ist es 16-14, sage ich mal. So ganz plump, weil dann haben sie überhaupt nichts mehr. Das ist kaum Geld, was dann reinkommt. Das sind 1,9, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das wäre eine Runde, in der man eigentlich eine Eco machen würde, wenn sie denn jetzt verlieren. Soweit sind wir nicht, aber wir müssen alle Szenarien durchgehen. Also. Go big. Or go home passt jetzt besser denn je. Und jetzt ballert nochmal den Chat voll. Oh, Simpel, nimmt Gob raus. Legia kann den Mittelspieler rausnehmen und damit kann man doch jetzt was ausschließen, wenn man offensiv geht. Wird man aber nicht. Und jetzt kommt die Verschiebewegung. Jetzt darf Legia nicht fallen. Legia, geh jetzt nicht vor. Er smoked nochmal nach. Und kommt nochmal weg. Zeus pusht nicht wie Simpel durch die Smoke. Und die Bombe dann doch nochmal vorne. Nex! Nimmt sich einen. Nex geht dann nochmal nach mit seinen 14 AP. Aber Simpel ist auf der AWP und er nimmt sich den Frag und Bondic auch noch mit dem Frag.
Legia und Keith sind noch vom Bett gelegt. Legia noch ohne Frag, wird sofort gerefragt und es ist nur noch Keith. Keith gegen Zeus und Simple. Das ist scheiße wenig Geld für Big in der letzten Runde. Das muss Keith machen. Oder die AWP durchbringen, das wird er aber nicht tun. Zeus steht ganz eklig, das wird er nicht auf dem Schirm haben. 15. Runde für die Ukraine. Und da helfen alle Go Bigs im Chat nicht mehr. Und Technical Timeout, ernsthaft? Technical Timeout vor Runde 30, das kann doch nicht wahr sein. Mädels, das kann nicht wahr sein. Big mit roundabout 2000 in der letzten Runde. Ah, warum hat der gute Nexter nochmal gefaced bei WLAN? Aber klar, wenn der Schuss von Simple nicht sitzt, dann ist es die Möglichkeit, ihn da schnell rauszunehmen. Aber wenn man da verreckt, sieht es immer kacke aus. Unpaused by Admin, das heißt, wir gehen rein in die vielleicht letzte Runde, die Big bei diesem Turnier spielen darf. Sie liegen 1-0 nach Maps hinten und jetzt kommt die Pause bei Ukraine rein. Achso, okay. Die Ukrainer haben scheinbar gedacht, dass hier gegen den Willen von Big unpaused wurde und haben ihrerseits nochmal eine Pause reingehauen. Und ja, auf jeden Fall Fair Play bei den Ukrainern, das sehen wir doch sehr, sehr gerne. Ich werde nochmal erinnert, Knochenregel Nummer 7. Wer die 15. Runde holt, holt meistens nicht die Folgerunde. Wir können es nur hoffen für Big. Wir können es nur hoffen. 5x CZ und man geht auf viele Granaten. Lässt er lieber mal den Helm weg, so ist es auch richtig. Legia. Kann der hier jetzt einen frühen Frag ziehen? Die Flash, oh, Doppelflash. Der ist Gold, der ist so Gold. Macht zwar nochmal schade, aber mehr nicht. Und dann fällt Keith, der da auch nach vorne reingeht. Und damit, ich sehe schwarz. Ich sehe schwarz. Dass Big hier diese Runde noch holt. Da muss man sich schon mal Gedanken machen, wann man den nächsten Flieger nehmen kann. Heißt es bye bye Big? Oder gibt es jetzt hier eine krasse Aktion von den CZs? Es ist noch alles möglich. In Counter-Strike ist immer alles möglich. Vergesst das nicht. Next im Jopper, der Einzige, der Richtung B hält. Und da soll es jetzt hingehen. Der muss mindestens Bondic jetzt haben. Und Gob, der wird gleich auch nochmal richtig schön Party bekommen. Aber die Bombe ist unterwegs zum B-Spot. Man entscheidet sich lang zu gehen. Und damit läuft man nicht mal mehr vielleicht nochmal Close Distance rein und man glaubt, es wird A. Und jetzt kann man es nochmal probieren. Zu dritt. Gegen 5 Ukrainer. Next fällt. Es sind nur noch Gop und Tapsin. Tapsin fällt. Gop im 1 gegen 5. Der bekommt von Simple auch noch das Ding rein. GG well played. Big gewinnt nicht. Big ist raus. 16-10 und 16-14 gewinnen die Ukrainer mit einer richtig, richtig starken Leistung. Und mit einem Big, was zeitweilen richtig schwache Runden hatte. Leider. Zeitweilen richtig schwache Runden. Und da hätte man